In diesem Video wollen wir uns einen kleinen Überblick über die Entdeckung und die erste Erforschung der Radioaktivität verschaffen und kommen zuerst zu dem Begriff der Radioaktivität. Das Wort selbst stammt aus den zwei lateinischen Wörtern radiare, was so viel bedeutet wie strahlen, und dem lateinischen Wort activus, was so viel bedeutet wie tätig oder wirksam. Das erste Ereignis, das wir uns anschauen werden, fand im Jahre 1895 statt und das ist die Entdeckung der sogenannten Röntgenstrahlen. Und diese Entdeckung wird Herrn Wilhelm Konrad Röntgen zugeschrieben. Wilhelm Konrad Röntgen lebte in den Jahren 1845 bis 1923. Er war ein deutscher Physiker und im Jahre 1901 hat er den Nobelpreis für Physik bekommen und Röntgen ist übrigens auch die erste Person, die überhaupt einen Nobelpreis für Physik bekommen hat. Die Entdeckung an sich war mehr oder weniger ein Zufall. Röntgen hat sich zu diesem Zeitpunkt mit der sogenannten Kathodenstrahlung beschäftigt und jetzt haben wir so ein kleines Problem. Also einmal geht es um die Röntgenstrahlung und einmal um die Kathodenstrahlung. Die Kathodenstrahlung ist eine Strahlung, die aus Elektronen besteht. Und die Röntgenstrahlung, das kann ich jetzt auch schon sagen, ist ein sehr hochenergetisches Licht. Also diese beiden Strahlungsarten sind auf jeden Fall nicht das gleiche. Also er hat eigentlich die Elektronen untersucht und dabei hat er entdeckt, dass sich während des Experiments auch die damals noch unbekannte Röntgenstrahlung gebildet hat. Wie sah das Experiment aus? Also wir haben zwei Elektroden. Die eine Elektrode hat die Form eines Kreuzes, die wird auch gleich positiv geladen und die andere Elektrode, einfach hier so ein Stück Draht, vielleicht mit der Kugel an meinem Ende, die werden jetzt an einer Spannungsquelle angeschlossen, die kreuzförmige an einem Pluspol und die andere an einem Minuspol und dazwischen herrscht eine sehr, sehr große Spannung, also eine sehr große Potentialdifferenz. Beide Elektroden stecken wie in einen Glaskolben und dann pumpen wir die Luft daraus aus und evakuieren diese Glasröhre und dadurch entsteht da drin ein Vakuum. Diese Elektrode ist negativ geladen, das bedeutet, die Elektronen hier sind sehr viele dort und sind eigentlich nicht so glücklich, dass sie sich dort befinden und würden gerne eigentlich in die Richtung des positiven Pols sich bewegen und wenn die Spannung groß genug ist, findet sowas auch statt. Und zwischen diesen beiden Elektroden kann ein Elektronenfluss entstehen und es entsteht ein Elektronenstrahl zwischen den beiden Elektroden. Ich weiß nicht, ob es schon damals der Fall war. Üblicherweise, also wenn man heutzutage diese Experimente durchführt, wird diese Schicht, also dieser Deckel von der Röhre, wird speziell beschichtet, sodass wenn die Elektronen diese Stelle erreichen, leuchtet diese etwas auf. Das ist eine ähnliche Technik wie die, die man früher in Röhrenfernsehern hatte. Und jetzt kann man sich das so vorstellen, deshalb auch diese spezielle Form dieser Elektrode. Manche Elektronen treffen einfach auf diese Elektrode und manche können an der Elektrode sozusagen vorbeifliegen, also die werden beschleunigt und aufgrund der Trägheit kann es sein, dass manche einfach an der Elektrode vorbeifliegen und es bildet sich an diesem Schirm, sage ich mal, sozusagen ein Schatten, so ähnlich wie bei der Schattenbildung mit Licht. Hier ist es aber so, dass die dunklen Stellen einfach die Stellen sind, die nicht von Elektronen getroffen werden. Also nochmal, diese Form hier ist ein Elektronenschatten. Und nun kommen wir zu der eigentlichen Entdeckung. Wenn die Elektronen jetzt auf die Elektrode treffen, haben sie eine sehr hohe Geschwindigkeit, also sehr große kinetische Energie. Und wenn sie jetzt auf die Elektrode treffen, müssen sie ihre kinetische Energie irgendwie abgeben, um langsamer zu werden. Also die
kinetische Energie muss in etwas umgewandelt werden, damit sie langsamer werden können. Und dadurch entsteht die sogenannte Röntgenstrahlung. Also im Prinzip ist es so, dass wenn die Elektronen hier in dem Material der Elektrode abgebremst werden, leuchten sie, aber jetzt nicht in einem sichtbaren Bereich, sondern in dem Röntgenbereich. Also das ist ein sehr hochenergetisches Licht. Aber im Prinzip ist es eigentlich Leuchten. Zufälligerweise befand sich in der Nähe der Apparatur ein Stück lichtempfindliches Papier. Und dieses wurde geschwärzt. Röntgen hat es gesehen und das war ihm dann klar, also dass diese Stelle irgendwie vom Licht getroffen werden musste. Und als die Ursache dieses Lichtes wurde, natürlich hat er seinen Aufbau ausfindig gemacht, hat mehrere Versuche damit gemacht und festgestellt, dass ein Stück lichtempfindliches Papier auch dann geschwärzt wird, wenn er diese Strahlen, die eigentlich unsichtbar sind, auch mit schwarzer Pappe abschirmt, abdeckt. Und damit hat er herausgefunden, erstens, es entsteht eine Art von Strahlung, die von diesem Aufbau gesendet wird. Und zweitens ist diese Strahlung in der Lage, mit lichtempfindlichem Papier zu interagieren. Und drittens war dieses Licht in der Lage, durch Materie durchzudringen. Ja, also das lichtempfindliche Papier wird hier von Röntgenstrahlung trotz Abschirmung geschwärzt. Es war schon damals üblich, so wie es heute der Fall ist, dass wenn man jetzt eine Entdeckung macht, als Berufsphysiker, dass man die Beobachtungen in Form einer Veröffentlichung der Allgemeinheit bekannt gibt. Und die Röntgenstrahlung hat er in einer Veröffentlichung mit dem Titel über eine neue Art von Strahlen zusammengefasst. Und damals hat er diese Strahlung noch X-Strahlen genannt. Übrigens in dem englischsprachigen Raum sprechen wir immer noch von X-Rays. Im deutschsprachigen Raum hat sich der Begriff Röntgenstrahlung durchgesetzt. Und X-Strahlen, weil es eine unbekannte Strahlung war, also X wie in der Mathematik, steht an dieser Stelle für unbekannt. Das nächste wichtige Ereignis, das wir uns anschauen werden, fand schon im Jahr darauf statt. Und zwar geht es um die tatsächliche Entdeckung der Radioaktivität in dem Jahre 1896. Zu diesem Zeitpunkt wurde folgende Vermutung untersucht, und zwar Uransalze senden Röntgenstrahlen aus, aufgrund von Fluoreszenz. Und Fluoreszenz ist ein Phänomen, was sozusagen ein Nachleuchten nach einer Lichtbestrahlung ist. Also vielleicht hatte die eine oder der andere solche grüne Sterne in euren Kinderzimmer, die nachts geleuchtet haben, wenn sie zuvor mit Licht bestrahlt wurden. Und eine ähnliche Vermutung hatte man jetzt bei der Röntgenstrahlung, die von Uransalzen ausgesandt wurden. Diese Entdeckung geht auf den französischen Physiker Antoine-Henri Becquerel zurück. Dieser lebte von 1852 bis 1908 und war ein französischer Physiker, wie gesagt, und auch ein Nobelpreisträger für Physik aus dem Jahre 1903. Becquerel hat das folgende Experiment durchgeführt. Und zwar hat er ein Uransalz gehabt, also ein Stück Gestein. Und das hat er sozusagen in die Sonne gelegt und damit beleuchtet. Und er ist davon ausgegangen, dass dadurch diese Energie in dem Uransalz gespeichert wurde aufgrund des Sonnenlichtes, und dann hat er diese Uransalze in einem Schrank auf ein Stück von also auf eine lichtempfindliche Platte, eine Fotoplatte, und diese Platte wurde geschwärzt. Eigentlich wollte er am 1. März 1996
das gleiche Experiment nochmal durchführen, beziehungsweise hat jetzt mehrere Messreihen gemacht und hatte auch natürlich sein Uransalz. Nur das Wetter war jetzt nicht so gut, sodass er seine Steine seiner Meinung nach aufladen konnte. Also das mit dem Sonnenlicht und Bestrahlung hat nicht so gut geklappt. Was er aber gemacht hat, der hat dennoch sein Experiment zu Ende durchgeführt und den Uransalz auf eine Fotoplatte gelegt und irgendwann festgestellt, dass auch diese geschwärzt wurde. Eine weitere wichtige Entdeckung fand schon 2 Jahre später statt, im Jahre 1898. Da wurden die zwei radioaktiven Elemente Radium und Polonium entdeckt. Und die Entdecker waren Marie und Pierre Curie. Marie Skłodowska-Curie lebte in den Jahren 1867 bis 1934. Sie war eine französische Physikerin und Chemikerin polnischer Herkunft und eine Nobelpreisträgerin für Physik im Jahr 1903 und Nobelpreisträgerin für Chemie im Jahre 1911. Damit ist sie die erste von insgesamt 4 Personen, die den Nobelpreis mehr als einmal erhalten haben und die erste von 2 Personen, die den Nobelpreis in 2 verschiedenen Disziplinen bekommen haben. Ihr Mann Pierre Curie war auch ein Physiker, lebte in den Jahren 1859 bis 1906, war ein französischer Physiker und bekam mit seiner Frau den Nobelpreis für Physik im Jahre 1903. Also als Marie Curie den Nobelpreis für Chemie erhalten hat, war er leider nicht mehr am Leben, weil er leider in einem Verkehrsunfall verstorben ist. So, nun zu der Entdeckung. Zu diesem Zeitpunkt war eine Eigenschaft der radioaktiven Strahlung bekannt, nämlich radioaktive Strahlung ionisiert Gase und damit werden Gase elektrisch leitfähig gemacht. Man muss sich das so vorstellen, diese Strahlung ist so energiereich, dass sie, wenn sie jetzt auf Atome in der Luft oder in Gasen trifft, ist sie in der Lage, Elektronen da aus der Elektronenhülle wegzuschießen. Und dadurch sind die Atome nicht mehr elektrisch neutral, werden dann Ionen genannt und können als Ladungsträger fundieren und das macht die Luft oder Gase leitfähig. Und das führte die beiden zum folgenden Experiment. Sie haben Pechblende untersucht. Pechblende ist ein uranhaltiges Mineral. Und da haben sich die beiden diese Eigenschaft zunutze gemacht. Sie wollten nämlich wissen, wie radioaktiv diese Pechblende ist. Das bedeutet, sie wollten jetzt verschiedene Stoffe vergleichen und sozusagen messen, wie viel von von der radioaktiven Strahlung ausgesandt wird. Was sie genommen haben, sind 2 Kondensatorplatten. Kondensatorplatten sind einfach 2 Platten aus einem Leiter und die eine Platte wurde positiv geladen, die andere negativ geladen. Nun wurden beide mit einer Leitung verbunden. Man musste natürlich einen sehr hohen Widerstand dazwischen schalten, damit die Ladung jetzt einfach nicht so rüberfließt. Also meiner Meinung nach war jetzt die eigentliche Schwierigkeit, hier in diesem Bereich das Ganze aufzubauen. Also ich habe jetzt hier einfach so einen Voltmeter hingezeichnet. Also wie gesagt, so ganz genau würde es nach diesem Aufbau nicht funktionieren. Und sowas wie ein Voltmeter, es stand den beiden jetzt nicht wirklich zur Verfügung. Aber für unser Verständnis reicht es einfach, die haben einen Kondensator gehabt, das einfach nur geladen wurde. Und die haben jetzt die Spannung an beiden Kondensatorplatten gemessen.
So, was passiert dann? Pechblende sendet radioaktive Strahlung aus und diese radioaktive Strahlung kann die Luft zwischen den beiden Kondensatorplatten ionisieren. Das macht diese Luft leitfähig. Das bedeutet, die Ladung von der negativ geladenen Platte kann zu der positiv geladenen Platte transportiert werden und damit gleichen sich die beiden Ladungen aus und die Spannung zwischen der Platte und dieser Platte nimmt dann ab. Also notieren wir, die radioaktive Strahlung macht die Luft zwischen den Kondensatorplatten leitfähig und die Ladung kann von der einen Platte abfließen und dadurch findet eine Kondensatorentladung statt. Marie Curie kannte sich auch in Chemie hervorragend aus. Was sie gemacht hat, sie hat jetzt die Pechblende synthetisch hergestellt. Also sie hat jetzt alle Elemente genommen, von denen man wusste, dass sie sich in der Pechblende befinden und hat ein sozusagen das Mineral nachgebaut und festgestellt, dass die natürliche Pechblende radioaktiver ist als die synthetisch hergestellte. Und dazu gab es nur eine Erklärung, und zwar in dem natürlich vorkommenden Pechblende muss es Elemente geben, die radioaktiver als Uran sind. Das bedeutet also, es muss andere radioaktive Elemente geben als Uran. Gefunden wurde Radium, Polonium und später natürlich auch weitere Elemente. Damit wir jetzt eine Vorstellung bekommen, was für eine Leistung es war, das Ehepaar hat Radium und Polonium aus Pechblende isoliert und um 0,03 Gramm Polonium zu isolieren, haben sie 1000 Tonnen Pechblende benötigt. Also es war ein Riesenaufwand, die radioaktive Stoffe, also die weiteren radioaktive Stoffe aus der Pechblende, aus dem Gemisch da zu trennen. Und da muss man sich auch vorstellen, wie stark diese Radioaktivität vom Polonium sein muss, wenn wir jetzt in 1000 Tonnen Pechblende 0,03 Gramm Polonium haben und es dennoch zu messbaren Unterschieden führt. Als letztes möchte ich ein paar Worte zu der Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung verlieren. Und zwar hat Ernst Rutherford 1898 festgestellt, dass es mindestens zwei verschiedene Arten von radioaktiver Strahlung gibt, die unterschiedlich durch Materie durchdringen. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben zwei Strahlungen, also heutzutage nennen wir sie Alpha und Beta, und irgendein Stoff, zum Beispiel Papier, also eine dicke Pappe würde ich jetzt hier sogar reichen. Die Alpha-Strahlung wird von dem Papier abgeschirmt, die Beta-Strahlung kommt aber problemlos dadurch durch. Von 1899 bis 1900 wurden weitere Eigenschaften von der Alpha- und Beta-Strahlung herausgefunden. Und zwar ist man auf die Idee gekommen, die Alpha- und Beta-Strahlung durch Magnetfelder zu schicken. Und da hat man festgestellt, dass diese Strahlung, also Alpha- und Beta-Strahlung, von Magnetfeldern unterschiedlich abgelenkt wird. Ein Experiment dazu wurde jetzt so vereinfacht so aussehen. Wir schicken jetzt die radioaktive Strahlung hier durch. Das ist jetzt ein Magnet. So, und dann beim Durchlaufen von diesem Magnetfeld, was sich zwischen den beiden Enden des Hufeisenmagnetes bildet, wird unser Strahl abgelenkt. Und diese Strahlung wäre dann die Alpha-Strahlung. Und da wir jetzt eine Ablenkung haben, kann man jetzt mit Hilfe der geltenden Regel herausfinden, dass diese Strahlung positiv geladen werden muss. Und dann die Beta-Strahlung, die in die andere Richtung abgelenkt wurde, da die Ablenkungsrichtung entgegengesetzt den positiv geladenen Teilchen ist, ist die Beta-Strahlung natürlich negativ geladen. Etwas später, also um 1900, hat man aber herausgefunden, es gibt auch eine dritte Strahlung in der Sorte der radioaktiven Strahlungen,
die von den Magnetfeldern nicht beeinflusst wird. Und die hat man jetzt Gammastrahlung genannt und diese ist neutral geladen. Es hat dann 9 Jahre gedauert und dann hat man festgestellt, dass diese Alpha-Strahlung nichts anderes ist als Heliumkerne, wie gesagt 1909. Im selben Jahr hat man herausgefunden, dass die Beta-Strahlung aus Elektronen besteht. Und 5 Jahre später, im Jahre 1914, könnte man nachweisen, dass die Gammastrahlung eine elektromagnetische Strahlung ist. Also ab da wusste man, diese dritte Sorte von Strahlung, es ist eigentlich nichts anderes als Licht, nur sehr hochenergetisch. Und eigentlich ist die Gammastrahlung nichts anderes als die Röntgenstrahlung. Heutzutage unterscheiden wir aber dennoch bei den Begriffen. Machen wir eine Unterscheidung dabei. Wenn wir von der Gammastrahlung sprechen, sprechen wir von einem sehr hochenergetischen Licht, was von radioaktiven Elementen ausgestrahlt wird. Und Röntgenstrahlung wird dadurch erzeugt, dass wir Elektronen in Materie abbremsen. Also je nachdem, wie dieses Licht hergestellt wurde, sprechen wir von der Röntgenstrahlung bzw. von der Gammastrahlung, wenn diese von radioaktiven Elementen ausgesandt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr schon mal dieses Zeichen gesehen habt. Das ist das offizielle Zeichen, das uns vor Radioaktivität warnt. Also alle radioaktive Stoffe müssen mit diesem Symbol versehen werden. Und bei dem Layout sind diese drei dunklen Segmente, die stehen dann für die Alpha, Beta und Gamma-Strahlung.